Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls, liebe Leute. Ja, wir haben in der letzten Folge die Ruinen von Neu-Londo durchwandert und da haben wir ja festgestellt, es geht nicht weiter. Wir müssen da jetzt irgendwie uns den Ring von Astorias holen. Und ja, ich habe versucht, mir möglichst spoilerfrei anzugucken, wie man da jetzt irgendwie rankommt. Und ich weiß, hatte ich inzwischen schon wieder vergessen, dass man hier ja was kaufen kann. Bei dem guten André. Gegenstand kaufen. Und zwar genau Artorias Wappen. Und das müsste uns den Weg öffnen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich bin gespannt. Hier hinten die Tür, wo das eine Bonfire war, von dem aus wir zu dem Schmetterling gekommen sind. Zu dem Einhorn-Schmetterling-Dinosaurier. Verdammtes. Von dem aus müsste es da, denke ich, hingehen. Beziehungsweise von da kommen wir dann irgendwie weiter. Bin mal gespannt. Weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erwähnt hatte, aber ich hatte mit der Glut, die wir gefunden hatten, in Neu-Londo jetzt, hoppala, mal meine Waffe noch ein bisschen aufgelevelt. Blutrote Moosklumpen, yeah. Das ist jetzt eine Hellebarde plus 14. Man merkt auch den Schaden deutlich, also. Da kann man jetzt echt nicht mehr meckern. Und ich bin guter Dinge, dass wir wieder ein Stückchen weiterkommen hier jetzt. Mal schauen, was sich hier tut. Und mal schauen, ob wir damit dann eben auch durch. Oder was heißt durch? Es ist ja nur noch, in Neu-Londo ist ja nur noch der Bosskampf, der bestritten werden muss. Ich werde mal hier neben Bonfire rasten, dass wir notfalls von hier respawnen. Und weitermachen können. Und dann lassen wir uns überraschen. So, öffnen. Ja, es geht. Artorias Wappen benutzt, sehr schön. Sieht schon mal cool aus. Da leuchtet ein Item. Da ist eine Nachricht, da steht jemand. Ist das ein... Ah. Ich dachte, das wäre ein hier Phantom von einem anderen Spieler. Ach, falscher Knopf. Ich wollte ihn parryen. Boom! Ordentlicher Schaden. Ordentlich. Aber darauf trinken wir ein Estus. 3000. Also wenn die respawnen, dann kann man da ja ordentlich Schmott damit machen. Okay. Hier, aua. Bringt ihr auch 3000? Gibt es Items? Nee, 2000. Na gut, der braucht nicht. Unsichtbar. Was ist hier? Warum hier? Ach so, stand der da vielleicht? Kommt noch einer? Okay. Bam! Also, ich muss sagen, das Parrying klappt inzwischen echt gut bei den meisten Gegnern. 1000 bringen immer weniger Leben. Okay. Ist hier eine Klippe was Cooles? Jede Menge Steine nach unten. Jede Menge Steine nach unten brauchen wir nicht. So, was ist hier los? Turm.
Greift uns das an? Nein, sieht nach NPC aus. Is it not so, ja, wir sind nur hier. Es muss die Grimsekatze sein bei der riesigen Klappe. Ja, Sartorius. Forget this. The legend of Artorius are none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Oh. Ja? Well, indeed. Thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. Oh, cool. I'm Alvina of the Darkroot Wood. Alvina heißt sie also. Who track down the defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Och. Wieso eigentlich nicht? I am very glad. And now, not one of us. Let us establish. Den Eid der dicken Katze. Leisten wir den Eid der dicken Katze? Vielleicht kommen wir dann hier besser durch. Ja, wir sind jetzt im Eid der dicken Katze. Du hast ein Eid geleistet. Geschenke, Katzeneidring. It allows for that. If mine senses reveal intruder, fend them off, sir. I beseech only. I shall summon others who will. Work tirelessly with thee. Thou shalt receive great reward. A true agreement. But thou must heed. The clan is thine own family. Thou darest not in any attempt to double cross. So, bin jetzt gespannt, ob mich jetzt die Leute nicht mehr angreifen hier. Hier habe ich schon mal kein cooles Item. Ich mag vorne, hoppala, im Wald noch gucken, was hier so abgeht. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht durch bin. Ich habe das Gefühl, dass man hier in die Luft schreiben kann. Achtung, Kram. Pass auf, Hinterteil. Hä? Oh, ach so, cool, die greifen jetzt wirklich nicht mehr an. Das ist ja praktisch. I've heard all about you. I'm Shiva of the East, Captain of the Brigade. Let's teach you the clan basics now, as there's no time to chat in a minute. Except there is little in the form of rules. Fight and hunt as you like. Whoever is fastest, only don't forget. What Alvina said. That's about it. Don't worry. It's a good, great to have you with us. Don't Mach mir Geschenke. You'll be called in soon enough. Hunt us with patience. Don't worry. You'll be called Hunter. Okay. Dann können wir ja mal hier durchschauen, ob wir nicht ein tolles Item finden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt böse ist, wenn ich jetzt zu Artorius gehe und ihn bekämpfe. Oh, wir würden es trotzdem machen. Im Zweifelsfall schmeißen die uns halt wieder raus. Ich könnte noch die ganzen Leute killen. Okay, hier wären noch jede Menge gewesen. Jede Menge. Ist das ein Leuchtepilz oder habe ich da Items entdeckt? Leuchtepilz. Da unten kann man dann. Hier sieht es mir so aus, als wenn hier irgendwas verstecktes, geheimes, super tolles, teures, unabdingbar wertvolles wäre. Ach man, blöder Wald. Ah!
Oh. Ich ging so vor mich hin und nicht zu suchen, stand mein Sinn. Ah. Ah, hier bin ich. So eine Sprungattacke auf die Hydra wäre natürlich voll abgefahren, cool. Aber ich glaube, das ist tödlich. Dezent tödlich. Da könnte ein Item sein, was mich so fröhlich anleuchtet. Es muss ja ein Item sein, wenn hier so viel Busch unterwegs ist. Müssen wir eben hier Estussen. So nicht! Und dann stutzen wir hier ein paar Hecken. So, und jetzt ist das das heilige Item der Verdammnis. Östliche Rüstung. Gucken wir mal kurz drauf. Ganz schön gute Feuerabwehr. Gute Blutungs- und Giftresistenz. Sehr Samurai-mäßig aus. Schon nicht schlecht, also. Sieht schon cool aus, aber. Weiß nicht so recht. Muss ich nicht unbedingt nutzen. Ich, dass ich mit der Rüstung, die ich jetzt zurzeit noch trage, die Elite-Rüstung, den Vorteil habe, dass ich Havels Ring nicht mehr brauche. Oh, wie viele Büsche sind hier denn? Bin mal gespannt, was wir mit diesen Moosklumpen. Kann man wahrscheinlich nichts Spannendes sonst machen. So viel man hier nachgeworfen kriegt. Also ich glaube, ich habe jeweils, also von den roten und den lilanen jeweils 50 inzwischen oder so. Hier? Achtung, Kummer. Ah, okay, von da kamen wir. Na, dann können wir ja nochmal schauen, was dieser kleine Weg da unten macht, den wir hier gefunden haben. Und dann müssen wir doch in den nächsten Abschnitt rein. Hier müssen wir runter. Irgendwo hier war das. Hier war das. Diesmal verhedder ich mich nicht in den Bäumen. Ah, okay, man muss gar nicht durch das andere Dings. Ich glaube, hier kommt man auch in das Dingens. In den hinteren Bereich des Waldes. Ja, kommt man anscheinend. Na, mal schauen. Vielleicht hätte die Katze einen nicht durchgelassen, wenn man nicht eingetreten. Alvina meine ich natürlich. Die Katze hat ja einen Namen. Da ist ja noch eine Leiter. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Das ist anscheinend nur ein Rückweg und kein Hinweg. Und da war ein Item. Und da unten ist ja auch noch eine Brücke. Seele eines Ritters, na okay, das war jetzt. War jetzt nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Kann man da lang? Man kann da lang. Das ist die Hydra. Oh, unten bei der Hydra liegen auch Sachen. Ich hoffe, es greift mich jetzt nicht hier an. Das ist ja uncool. Ah, man kommt hier runter zur Hydra. Ja, die Leute würde ich jetzt nicht nehmen. Okay, dann Kommando zurück. Die Hydra wollte ich jetzt gerade nicht bekämpfen. Hui. Die Hydra holen wir uns auch noch. Aber das soll nicht unser jetziges Ziel sein.
Wir sind jetzt auf der Suche nach Artorias. Der wahrscheinlich ein ritterlicher Schwertkämpfer sein wird. Aber lassen wir uns überraschen. Einerseits finde ich es total praktisch, dass man die Gegner jetzt nicht bekämpfen muss. Andererseits finde ich es ein bisschen schade, weil die so schön viele Seelen gegeben haben. Weil wir sind jetzt immer in die fröhlichen Katzen. Pass auf, Eid. Ja. Es geht abwärts. Items? Was brauchst du? Hinterteil? Von der lustigen Alvina-Katze das Hinterteil. Kann man dir den Schwanz abschlagen und dann kriegt man auch ein tolles Item. So war das also gemeint. Die Kette geht nach hinten, dann müsste das eine Kiste sein. Und das ist eine Kiste. Steinhelm! Die Steinrüstung, die ist bestimmt tierisch schwer. Aber wir haben sie, wir finden alle Secrets. Na gut, das haben wir auch nur gefunden. Ich hätte da hinten nicht nachgeguckt, wenn da nicht die Nachricht gestanden hätte. Aber das meine ich, mit den Nachrichten anderer Spieler findet man hier dann voll oft irgendwelche Sachen. Manchmal ist es auch einfach nur Mumpitz. Viele trollen einen natürlich auch. Aber da muss man zu selektieren lernen. Dann geht's nach unten. Ich denke mal, das wird der Kampf sein. So ein Pilz wie in diesem Great Hollow. Den machen wir platt. Wo rennt er hin? Zu seinen großen Pilzbrüdern. Die eine Kiste bewachen? Wenn ich viel Platz habe, ist das alles kein Problem. Dann matchen wir die weg. Oh, die können Items fallen. Das sind Goldharz. Cool. Kleiner Pilz. Da hinten sind noch mehr kleine Pilze und große Pilze. Oh, ich glaube, die hätten mir nichts getan, wenn ich denen nichts getan hätte. Aber wir wissen ja, wie das läuft. Pass auf, und das ist jetzt eine... Nein, das ist nicht okay. Blaue Glut! Dann können wir blaue Waffen schmieden. Yeah, da haben wir doch schon wieder was Cooles gefunden. Vielleicht Magiewaffen? Ich glaube, blau Sorceries sind ja blau, also halt magische Sachen. Das ist cool. Da unten scheint ein Item zu sein, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das auch das ist, wo wir hinwollen. Ich mag hier nicht willkürlich irgendwo runterspringen. Ich dann nicht weiß, ob wir hier wieder hochkommen. Und das ist wirklich ein Item. Ich könnte aber auch einfach nur die Seele... Ah ja, wir kommen hier aber wieder hoch. Die Seele von irgendeinem Ritterchen wieder mal sein. Ehrenwerter Ritter. Also nicht Julio Jedermann, sondern der ehrenwerte Superritter. Wenn man hier langläuft, kommt man... Oi! Zu einer Riesenkatze. Oh, ich muss mich mal hier kurz in den Baum, hinter einem Baum in Sicherheit bringen. Machen wir hier was Böses, oder?
Vielleicht sind wir jetzt die bösen Superclan-Killer. Aber wir haben die Riesenkatze gekillt. Oh! Das war uncool. Zwei von denen auf einmal sind nicht cool. Ich glaube, die machen uns lang. Solange ich rollen kann, ist alles gut. Hier kurz hinter die Bäume, genau. Hier ist man in Sicherheit. Zwei Essbusse. Okay, jetzt hänge ich fest. Nein, ich hänge nicht fest. Kommt noch eine Katze? Jetzt wollen wir es wissen. Die haben sich immer nach hier zurückgezogen. Muss da irgendwas sein? Nee, hier ist wirklich nur das Runterspringen nach da. Übrigens hätte man hier doch hochlaufen gekonnt anscheinend. So, vielleicht hasst uns jetzt Alvina die Katze, weil wir drei ihrer Artgenossen dahin gerafft haben. Aber die haben uns ja angegriffen. Wir sind die Guten in dieser Geschichte. Mann, Mann, Mann. So, das war jetzt ein Vorgeschmack auf den sicherlich epischen Kampf gegen Artorias, der jetzt eintreten wird. Aber meine Uhr sagt mir, oder lässt mich vermuten, so genau sagen tut sie es mir auch nicht. Das hier ist Secret? Nein, okay. Schade. Dass wir hier jetzt schon geraume Zeit unterwegs sind. Und ich denke, diese Folge hier in dem Wald wird ohne Bosskampf sein, weil ich mag diese Folge nicht zu lang machen. Tränen? Tränen. Verstehe ich nicht. Deswegen würde ich sagen, ich bleibe hier vor diesem weißen Licht stehen. Mit meinem Schild. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Da werden wir noch gekindelt. Nächste Folge geht es weiter mit dem Bosskampf gegen, ich schätze, Artorias. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.